Im Gransdorfer Kalkofen sind nach 2 Tagen die Vorbereitungen für das Brennen abgeschlossen. Etwa 30 bis 40 Raummeter Brennholz liegen bereit, der Ofen ist gefüllt. Für die Filmdokumentation wird er nun noch einmal in Betrieb genommen. Das Feuerungsgewölbe, der komplizierteste Teil des gefüllten Ofens, trägt sich selbst und ist groß genug, die langen Holzstücke aufzunehmen. Die Höhe des Gewölbes beträgt etwa 1,20 Meter, die Tiefe 1,80 Meter. Als Roste dienen alte Wagenachsen, die bis zu 1,80 Meter lang sind. Im Hintergrund erkennt man am Boden die Zugkanäle. Die Feuerungsöffnung, Mundloch genannt, ist so gebaut, dass sie nicht in Windrichtung liegt. Die Luft zieht in das Mundloch und durch den Rost in das Gewölbe. Von hier aus verteilt sie sich unter anderem durch die Zugkanäle, die nicht ganz bis zur Wandung führen. Die aufsteigende Hitze entweicht an der Ofenkrone durch den Spalt zwischen Füllung und Wandung. Die Oberfläche wird nach Beginn des Brennens mit Lehm abgedeckt. Die Feuerungsöffnung ist seitlich und oben mit behauenen Quadersteinen aus Mayener Steinbrüchen eingefasst. Um besser stochen zu können, legt der Kalkbrenner eine Eisenplatte in das Mundloch. Nun liegen Ofenboden, Rost und Feuerungsöffnung auf einer Ebene. Das Stochen kann beginnen. Mit Stroh und nicht zu dicken Holzlatten wird das Feuer entzündet. Zu Beginn des etwa 2,5 Tage dauernden Brennvorgangs darf nicht zu stark gestocht werden, da zunächst das Wasser aus den Kalksteinen entweichen muss. Ist die Anfangshitze zu stark, platzen die Steine. Als Brennholz verwendet man meistens Abfallholz. Die stock- oder herzfaulen Fichtenhölzer sind nicht mehr anders zu verwerten. Manchmal stockt man auch mit Buchen- oder Eichenholz, je nachdem, ob man es günstig erwerben kann oder nicht. Bei etwa 30 Raummetern pro Ofen ist also das Brennmaterial ein wichtiger Kostenfaktor. Dem am Vortag angemischten Lehm ist nochmals Wasser zugesetzt worden. So entsteht eine breiige Masse, mit der man den Ofen abdeckt. Der Ofen brennt bereits einige Stunden. An der Farbe der Rauchschwaden erkennt der Kalkbrenner, ob das Wasser in den Steinen schon völlig verdampft ist. Zur Probe entnimmt der Kalkbrenner einen Stein aus dem Ofen. Wenn die Steine nicht mehr schwitzen, das Wasser also verdampft ist, kann man mit dem Abdecken des Ofens beginnen. Das ist mir die Fläche, aber können zulassen, ne? Ja. Oh. Ja.
Durch die Lage Stroh vermeidet man, dass das Lehm-Wasser-Gemisch in den Ofen läuft. Der Lehm wird in einer Dicke von etwa 2 cm auf dem Stroh ausgestrichen. Besonders sorgfältig glättet man den äußeren Halt. Die Abzugslöcher in der Lehmdecke werden normalerweise vom Rand her mit einer Stange gestochen. Hier jedoch betritt der Kalkbrenner den Ofen und drückt mit einer Flasche die Vertiefungen in den noch feuchten Lehm. Die so gebildeten Abzugslöcher sind größer und ziehen besser. Damit andererseits der Zug nicht zu stark wird, deckt man sie bei Bedarf mit 3 bis 5 cm dicken Sandsteinplatten ab. Das Aufbringen der Lehmdecke kann bis zu mehreren Stunden dauern. Dies hängt ab von Brennmaterial und Windrichtung, aber auch davon, wie feucht die Steine sind. Immer wieder überprüft der Kalkbrenner, ob die Steine noch schwitzen. Ist dies nicht mehr der Fall, kann ein weiteres Stück der Lehmdecke aufgebracht werden. Die Arbeit an und auf dem brennenden Ofen ist anstrengend und durch die dichten Rauchschwaden auch unangenehm. Während der zuerst aufgebrachte Lehm bereits fest geworden ist, trocknet der nächste Teil der Lehmdecke allmählich aus. Bis wir zugeschmiert haben. Zwar ist die Lehmdecke noch nicht vollständig aufgebracht, doch beginnt der Kalkbrenner bereits, die offene Spalte mit Ziegelsteinen abzudecken. So reguliert er den Zug und verlagert den Hitzestrom in den Teil des Ofens, in dem die Steine noch nicht ganz ausgetrocknet sind. Der Ofen ist jetzt fast ganz mit Lehm abgedeckt. Am verkohlten Stroh erkennt der Kalkbrenner, wann er den Kranz aus Ziegelsteinen schließen kann. Die Lehmdecke ist geschlossen. Ununterbrochen wird jetzt gestocht, um die zum Kalkbrennen notwendige Temperatur von etwa 1200 Grad zu erreichen. Früher stochte man mit Schanzen, also gebundenem Reisig von Fichten und Kiefern.
Diese Schanzen konnten die Kalkbrenner auf speziellen Versteigerungen billig erwerben. Da das Reisig sehr schnell durchbrannte, benötigte man alleine zum Anstochen 1000 bis 1500 Schanzen. Je nach Größe des Ofens und Beschaffenheit der Steine konnten es dann bis zu 4000 oder 6000 Schanzen für das gesamte Brennen sein. Der 79 Jahre alte Kalkbrenner beobachtet sorgfältig das Stochen. Da er seit rund 60 Jahren in diesem Gewerbe tätig ist, verfügt er über eine große Erfahrung. Für eine Ofenfüllung verbraucht man durchschnittlich 30 Raummeter Brennholz. Dies entspricht etwa 20 Festmeter. Im Jahr 1913 habe ich Vormesser reingekriegt. Wie ich aus der Schule heimkam, hat meine Mutter gesagt, geh mal an den Park, wie nennt man das? Ja, ja. Das war passiert, das hieß es. Ja. Da war ein Kuh oben im Ofen reingefallen, ja. In den Ofen. Da lag drin, und der Bruder von meinem Vater, Nunke Nigler, ja. Der war Metzger. Ja. Der war hier gewesen, hat es abgestochen. Und da haben die ein Gerüst gemacht, gell, für sie rauszuziehen. Es war fast ein halbes Dorf hier zum Ziehen. Ja. Für nach oben. Ja, ja. Wie sie es draußen hatten, da kamen sie in die Schlechterei. Ja. Die Kuh sollte angeblich zum Bulle gefahren werden. Damals waren noch keine Weidezäune. Inzwischen ist die erste Nacht angebrochen. Immer mehr Hitze entwickelt sich. Durch das Mundloch wird kräftig gestopft. Mehrere Helfer gehen dem alten Kalkbrenner zur Hand, da das mehrtägige Brennen sehr viel Kraft erfordert. Früher hielt sich ständig in Tag- und Nachtschicht nur ein Kalkbrenner am Ofen auf. Helfer hatte er also lediglich beim Füllen und Austragen. Schanzen, Binder und auch Helfer wurden häufig mit frisch gebranntem Kalk entlohnt. Ja,
Das Kalkbrennen ist eine einfache chemische Reaktion. Bedingt durch die sich entwickelnde Hitze entweicht zunächst das in den Steinen enthaltene Wasser. Bei einer Temperatur von ca. 1200 Grad spaltet sich aus dem Calciumcarbonat CaCO3 das Kohlendioxid CO2 ab. Übrig bleibt dann Calciumoxid, also gebrannter Kalk. Der Volumenverlust der Steine beträgt rund 10-15%. Der Gewichtsverlust jedoch fast 50%. Aus 450 Zentnern Kalkstein gewinnt man daher etwa 230 Zentner gebrannten Kalk. Immer wieder muss Brennholz zum Stochen herangeschleppt und das Feuer unterhalten werden. Die Ofenkrone ist auch noch während der ersten Nacht in dichte Rauchschwaden gehüllt. Die Arbeitsbedingungen an den Kalköfen sind nicht besonders gut. Ein Holzstamm als Sitzgelegenheit und manchmal ein Bretterverschlag, in dem man essen und sich ausruhen kann. Da oben haben wir aber das Holz genug. Wir brauchen nicht 10 Felsen, sondern die Arme. Der zweite Tag des Brennens ist angebrochen. Der Kalkbrenner überprüft den Zug und versetzt hin und wieder einen Ziegelstein an der Ofenkrone. Steht der Wind ungünstig und bläst vom Tal her in Richtung Mundloch, zieht das Feuer zu stark durch. Auch in diesem Fall greift der Kalkbrenner regulierend ein, indem er eine Schutzwand aus Schanzen, gelegentlich auch aus Blech, 3-4 Meter vor dem Mundloch errichtet. Die Zuglöcher in der Lehmdecke sind mit Sandsteinen abgedeckt. Auch sie dienen der Regulierung des Feuers. Wie an den Flammen zu sehen ist, brennt nun der Ofen nahezu gleichmäßig auf allen Seiten hoch. Der Holzstoß hat sich inzwischen etwa auf die Hälfte verringert. Dies bedeutet, dass bisher rund 15 Raummeter Brennholz gestockt worden sind. Die Helfer bringen Brennholz herbei und stocken. Aufmerksam verfolgt der alte Kalkbrenner das Geschehen. Das ist
Früher gehörten qualmende Kalköfen zum charakteristischen Erscheinungsbild vieler Ortschaften in der Eifel. Gebrannt wurde hauptsächlich zwischen März und Allerheiligen. Die Asche wird mit langen Haken aus der Eschkaul gezogen. Das Nebenprodukt Asche verwendete man häufig als Dünger in der Landwirtschaft oder in den Hausgärten. Wie geht es immer? Nein, ein bisschen nein. Ein spezielles Arbeitsgerät der Kalkbrenner war früher die sogenannte Aschenschaufel. Sie war rechteckig und hatte exakt die Breite des Aschenlochs. Scheiß hier, Hasenohl! Ei, komplett! Ja, nehmen wir. Der Ofen brennt inzwischen fast 50 Stunden. Normalerweise bräuchte er noch einen halben Tag, um fertig zu werden. So. Wie lange denkst du davon noch? Oh, über den Müller. Ich schaffe noch mal 4 Stunden. Wenn du recht hast, soll mir recht sein. Und das Mier hat es auch mal gespart. Und das haben wir gespart, gell? So. Da geht die Kalk an die Mist. Das Brennen ist bislang gut und zügig verlaufen. Relativ trockene Steine und beständiges Wetter haben die Brenndauer auf 50 Stunden verkürzt. Dies bedeutet, dass weniger Arbeit anfällt und Holz gespart wird. So, gut, und dann war der Rest. Dann kann ich mehr lassen. Dann gehen wir hin. So, so. Ich habe auch noch ein bisschen Zeit. Ja. Was ist das? Sehr gut, ja. Im Verlauf des Brennens ist die Ofenfüllung etwa 30 bis 40 cm abgesackt. Dies entspricht einem Volumenverlust von rund 10%. Der Kalkbrenner hat in der Zwischenzeit immer wieder die Ofenkrone inspiziert. Auf manchen Ziegelsteinen befindet sich ein grünlicher Niederschlag, die sogenannte Regenbogenglasur. An ihr erkennt man, dass der Kalk gar ist oder Möhl, wie die Fachleute sagen. Bei der letzten Garprobe stößt man mit einer Eisenstange in die Zuglöcher. Ertönt ein dumpfer, weicher Klang, ist der Kalk gar. Der Kalkbrenner entfernt die nach innen gesunkenen Ziegelsteine, damit der Ofen schneller auskühlt. An den Ziegelsteinen kann man deutlich die grünliche Regenbogenglasur erkennen.
Das Abkühlen dauert in der Regel eine Nacht. Wird der gebrannte Kalb dringend gebraucht, muss man die heißen Steine mit einer Zange aus dem Ofen holen. Direkt beim Ofen stehen noch heute ein zweiter Doppelofen und ein Einzelofen. Sie werden seit Jahren nicht mehr benutzt. Um das Auskühlen zu beschleunigen, zieht man die heiße Asche und die heruntergefallenen kleinen Kalkstücke aus dem Feuerungsgewölbe. Sind die kleinen Kalkstücke weggeräumt, wird das übrig gebliebene Holz wieder auf den Stapel gelegt und der Vorplatz gefegt. Während der Ofen auskühlt, kehren die Kalkbrenner in die nahegelegene Ortschaft zurück. Gransdorf hat heute etwa 350 Einwohner und lebt zum Teil von Wald- und Landwirtschaft. Größter Arbeitgeber jedoch ist der Militärflughafen Spangdahlem. Am nächsten Tag ist der Ofen ausgekühlt und kann ausgetragen werden. Der Kalkbrenner und seine Helfer haben bereits die Lehmdecke abgehoben und sind nun dabei, den gebrannten Kalk in Säcke zu je 25 Kilogramm zu füllen. Gebrannten Kalk gebrauchte man früher zur Düngung der Felder, als Spritzmittel in den Weinbergen der Mittelmosel und als gelöschten Kalk vor allem beim Hausbau als Putz, Mörtel und Farbe. Holzgebrannter Stückkalk hatte den Vorteil, dass der Putz sauerstoffdurchlässiger wurde. Heute wird technisch gebrannter Kalk zwar noch als Düngemittel, vor allem aber in der chemischen und in der Zementindustrie verwendet. Der Lehm ist durch die hohe Temperatur gebrannt und in Stücke zerbrochen. Er wird gesondert verwahrt, da er sich gut als Füllmaterial im Wegebau eignet.
Der Kalb wird in 25 Kilo Säcken abgepackt oder lose verkauft. Die Käufer konnten ihn mit Pferdefuhrwerk, Handwägelchen, Trecker oder Fahrrad abholen. Ein durchaus gebräuchliches Transportmittel war auch die Kiepe. Dann kam es allerdings vor, dass nicht ganz abgekühlte Steine die Kiepe in Brand setzten. Dieselbe Gefahr besteht auch bei den Papiersäcken. Dass der Kalb fertig gebrannt ist. Die ersten Käufer treffen ein. Moin! Guten Moin! Also, ihr geht's mit seiner Karl. So, dann tut er ja ganz schön und dann fällt mir sie gleich. Ne? So. Während kurz vor dem Zweiten Weltkrieg der Zentner gebrannter Kalb etwa 2 Reichsmark kostete, stieg der Preis bis zum letzten Brennen im Jahre 1975 auf 6 Mark. Rechnet man die Kosten für Steine und Holz sowie den Naturallohn für die Helfer ab, blieb nach einer Woche harter Arbeit nicht viel für den Kalbbrenner übrig. Schön, Karl. Hey, was willst du denn noch bauen? Oh, ich brauche einen Donnerstahl. Oh ja. Ah, Jakob, willst du helfen? Geht aus, ist ja hier. Ja. Und so. Ah, das ist ein Kraft. Ja. Und Zerner, drup. Oh ja, dann haben wir den. Hat er viel? Oh ja. So, lass uns mal. Ja. So. Gut, dass die nicht in den Schwarz sein, ne? Ja, okay, komm. Ja, komm doch halt dahin, oder? Ja, ja. Komm doch. Ab mir den Bohnen voll, Jakob. Verstehst du das noch? Ja. Komm doch, Fässchen. Ja.
Ein traditionelles Eifeler Getränk ist der sogenannte Fietz, ein Most- oder Obstwein aus Äpfeln und Birnen. Herr doch, du, ich soll das nächste trinken, mein Freund. Da mach ich schon eine Fietzbeile. Oh, was trinken wir das Neues? So. Ja, natürlich. Na, Jupp. Oh, heute Fietz, ja. Da darfst du den Nacken bis sie stellen. Ne, was? Hallo, fest. Hallo, fest. Du, was schnallst du, was? Probeer ist der Fietz. Ob der Jacke wohl gute Fietz hat. Probeer auch nicht. Oh, das muss gut sein. Also, ein Äpfel aus dem Bier. Oh, dann machen wir auch nichts. Nur Bier und das. Oh, ja, kannst du ein bisschen machen. Ja, da war noch jung und schon. Aber gute Fietz. Jawohl. Aber man kann trinken. Das ist aber gar nicht so. Prost, Lothar. Ja, wohl. Gut schmachen. Das Austragen oder Leeren des Ofens dauert, je nach Anzahl der Helfer, 1 bis 2 Tage. Die Dauer hängt auch davon ab, ob der gebrannte Kalb lose oder verpackt verkauft wird. Der erfahrene Kalkbrenner erkennt bereits an der Farbe der Steine, ob sie richtig durchgebrannt sind oder nicht. Deshalb wird nur hin und wieder ein Stein aufgeschlagen und der Brand überprüft. Gut gebrannt, ey. Können Sie schlichten, alles zu gehen. Wo ist deine Mietwand? Da liegen wir noch mit. Die nicht richtig gebrannten Steine nennt man Kälber. Sie sind unbrauchbar und werden deshalb ausgesondert. Gut. Oh, die 3, 6 Stück hier. So, doch. Wo sind wir denn hin? Sind wir auch so viel, oder? So, Kurt? Ja. Ich will was fragen, ich komme rauf, geht der Mann nicht ab. Der Ofen muss von oben nach unten ausgetragen werden. Erst wenn das Gewölbe freigelegt ist, kommt man auch vom Mundloch aus an die Steine heran. Mir
nachher. Während sich um die Ofenkrone die gefüllten Säcke stapeln, beginnt unten das Austragen durch das Mundloch. Untypisch ist jedoch, dass der fertig gebrannte Kalb überhaupt gelagert wird. Normalerweise war er nämlich sehr schnell verkauft. Also, da schauen wir nachher nochmal zurück. Oh, ist gut. Wir sind noch ein Blaustein. Ja. Ja. Aha, sehr gut. Die Eifeler Kalköfen, einst charakteristisch für diese Landschaft, sind heute nicht mehr in Betrieb. Nur noch vereinzelt werden sie zu Demonstrationszwecken in Gang gesetzt. Ansonsten haben industrielle Verfahrensweisen sie überflüssig gemacht. Eine alte Tradition hat so ihr Ende gefunden.